DDR-Rekord Nationalspieler wurde 71 Jahre alt Joachim Streich nach langer Krankheit verstorben. Er war einer der besten Fußballer der DDR, nun ist Stürmer Joachim Streich nach langer Krankheit kurz nach seinem 71. Geburtstag gestorben. Joachim Streich knipste zunächst unter dem Radar, als er mit 16 Jahren von seinem Jugendclub Wismar zu Hansa Rostock wechselte, durfte er zwar im Internat wohnen, wurde aber nicht verpflegt, dem Verband war die starke Trefferquote nicht aufgefallen und keine Unterstützung wert, schließlich halfen die älteren Mitbewohner dem Angreifer aus, der in seiner Karriere zum außergewöhnlichsten Stürmer der DDR reifen sollte. In der Nacht zum Samstag ist Joachim Streich nach langer und schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren verstorben. Der 102-malige Auswahlspieler der DDR, einst Strich genannt, litt an einem myelodysplastischen Syndrom, das im schlimmsten Fall zu Blutkrebs führen kann. Streich war in den vergangenen Wochen wegen Blutarmut im fortgeschrittenen Stadium in Behandlung und musste eine Stammzellentransplantation wegen einer Lungenentzündung verschieben. Wir hatten bis zuletzt gehofft, er war lange Zeit schwer krank, in den vergangenen Wochen ging es bergauf und bergab, sagte Marita Streich der deutschen Presseagentur am Samstag. Nach dem im Januar verstorbenen Hans-Jürgen Dörner verliert der Ostfußball binnen weniger Monate das nächste großes Idol.